Hier, warte mal. Mach mal Folgendes. Stell dich mal jetzt hier irgendwie hin. Warte mal. Genau, stell dich hier hin. Ja, toll. Oder, nee, warte mal. Halt, noch anders. Ich hoffe mal, du hast gute Rüstung an. Nein. Gut. Dann ist ja in Ordnung. Dann Folgendes. Stell dich mal hier rein. Mach dir mal hier zur minderen Beleuchtung eine Dings rein. Jetzt schließe ich dich kurz hier ein. Und dann kannst du hier mal gucken, wie viele Mobs hier runterkommen. Wenn ich das jetzt mal Warum eben machst hier du da nicht die ausmache. Glasscheibe hin oder so? Weiß ich nicht, mach doch selber. Ich habe gerade keine bei. Und Nee, ich auch außerdem ist nicht. das ja nur mal ganz kurz für dich zum Gucken. Da müsste ich cheaten. Nee, wieso musst du cheaten? Dann lass es doch einfach so. Die können dich nicht töten mit einer halbwegs guten Rüstung. Ja, fängt gut an. Was ist denn hier drin? Erde. Und hier ist Platz für insgesamt eigentlich eine ganze Decke voll Spawner. Das heißt, wir können hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Alter! 9 mal 1, 2, 3, 4, Der hat meine 9 Waffe mal 9. entjungfert. Ja, exakt deswegen, ja. Deswegen hatte ich das mit dem Big Sword Aber ich muss gemacht, kurz mal deswegen. Magnet Mode anmachen, weil ich krieg keine Pfeile mehr. Ich brauche Pfeile. Jetzt habe ich wieder Pfeile. So, ich mach da mal aus. Das ist lustig. Ja, sie ist voll Infinity lustig. Bow und dann Pfeile drauf und was hier dein Spaß. So, und hier muss ich noch gucken, dass ich das vernünftig hinkriege. Wo ist hier noch einer? Alter, das bin ich. Ach so, nee, das bin doch nicht ich. Was habe ich jetzt gekriegt? Keine 23 Ahnung. Pfeile, 2 Cobblestone, 4 Emerald Shards und Miniatur-Red-Herd. Red-Herd. Roter Herd. So, warte mal. Hier müssen wir noch mal gucken, dass wir das anders hinkriegen. Vornehmlich folgendermaßen. Folgendesmaßen. Was machst du da? Ich stehe rum. Achso, ich stehe hier nur rum. Dann ist gut. Ja, ich gehe aber jetzt Vielleicht mal hier raus, sammeln die sich da alles. nämlich besser. Alter, Mach Mann. mal, da sammeln welche fürs neue Kinderheim. Kevin, komm mal runter! Warum nimmst du immer den Namen Kevin? Weil der in dem Witz stand. Das ist schön. Wieso vergesse ich immer dieses scheiß F3-Menü auszublenden? Das habe ich in sämtlichen irgendwas. Immer. Okay. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass dieses Redstone-Kabel da irgendwie unten ankommt. Bedeutet, wir machen einfach, denke ich mal, ein Kabel nach oben. Dann Ich mache machen noch wir mal ein das. bisschen der TV brutal Turm springen. TV brutal. Hat die Soldier da, ja. Gut, dann brauche ich jetzt noch einen Eimer und ein bisschen Wasser. Kacke. Wenn ich das nicht hab, springe ich einfach so da runter. Kacke. Warte mal, Scheiße, ich habe meine Rüstung noch an. So. Ich habe Redstone gefunden. Du. So, jetzt muss ich mir Koordinaten merken. Du. 3, 9. Kannst du dir irgendwie gerade mal was aufschreiben? Ach nee, kann ich in den Chat schreiben. Ja, immer. 3, 7, 7. Nee, 3, 9, 7. 3, 9, 7. 3, 9, 7. 3, 7, 7. Minus. Microphone muted. Ich hasse das. Microphone activated. Ich habe irgendwie diesen Mute-Knopf immer noch auf Minus und das nervt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Minus eingebe, Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone. Der Mikrofon. Mikrofön. Der Mikrofon.
So, was hatten wir jetzt? Der Hund 1, oh, 3, Scheiße! 3, 9, das war ein 7. bisschen kurzfristig irgendwie. Alter, ich hab doch gerade erst wieder Level gekriegt. Haha. Egal, die kann ich mir wiederholen. Naja, noch funktioniert's nicht wirklich. Das sollte mal mehr werden, so an und für sich. Lass mal eben, schmeiße ich jetzt erstmal diese scheiß Schokopedias hier weg. Die gehen mir so auf die Nüsse. Ich hab Eisen gefunden. Das dürfte Powerwolf sein. Was? Kennst du nicht? Da ist eine Band wahrscheinlich, aber was hat das jetzt hier mit zu tun? Wir, unsere Abonnenten. Dass ich nicht. Da, nicht. Dass ich nicht auf. In Aufnahmen. Dass ich in. Dass ich in Aufnahmen nicht Kacke. Gucken kann, wer das ist. Nur wenn ich mich gerade nicht irgendwo runterschmürze. Doch, das ist Powerwolf. Ich bin gut. Hehe, ich habe gute Ideen. Das wird teuer. Aha, Schnauze. Ich habe gerade die. Das war ja eine ganz tolle Idee. Nein. Haha. Alter, das Wasser kriegen wir nie wieder da weg. Was? Ernsthaft? Hast du jetzt was kaputt gemacht? Nein. Du bist so ein Idiot. Ja, dann ist ja gut. Wie rum kann man eigentlich eine Leiter noch runtergehen? Geht's auch so? Ja. Soweit ich weiß, in aller Richtung. Und so habe ich die Möglichkeit, das wieder mitzunehmen. Jawohl, es geht. Hier ist Redstone, das baue ich auch mal ab. Fortune drauf. For Fortune. Treppe hochgehen. Was ist denn das da hinten? So, Pferd. Zack. Ich dachte, da steht einer. Ja, sicher, das ist Herobrine. Sag mal, kannst du nicht nee. Aufpassen, wo du hinläufst? Alter, ich mach da TV brutal Turmspringen, ich darf das. Hüppeldi! Ja. Yep. Ja, ist voll schlau, den Block irgendwie einen Block vor sich selbst zu setzen. Sag mal, wie schon zu blöd. So, jetzt wollen wir erstmal. Lustigerweise schaffe ich es, tot noch den Wassereimer zu füllen. Das ist also. Das ist eine Meisterleistung, könnte man jetzt sagen. Das ist aber irgendwie nicht richtig, wenn man das sagt. Wir haben eine Nachtblume. 3. Und Güsal Seeds. Ja, haben wir ungefähr 5 Stacks von. Nee, Seeds haben wir nicht. Doch, haben wir. Güsal haben wir, aber nicht Seeds. Hallo, haben wir in einer anderen Truhe. Hallo. Die kennst du, glaube ich, noch nicht. Im Nebenraum. Da sind alleine schon 2 Stacks und ganz viel habe ich auch weggepackt schon. Und kannst so du weiter. Schlafen gehen eben? Ja, sicher. Das ist das hier. Warte mal, das könnte ich mal eben machen. Nee, jetzt pennen, Junge. Ja, muss ich mal eben nach Hause kommen. Schnarch. Ja, jetzt fäng ich unter dem Block fest. Jetzt trampel ich über unser Beet. Spring ich aufs Dach. Jetzt bin ich am Pennen. Wieso gehen wir jetzt pennen? Und Jupanke. Wie findest du, dass das Jupanke 3,5 Jahre gekriegt hat? Das finde ich ganz ehrlich total lächerlich. Wieso total lächerlich? 3,5 Jahre. Für 28 Millionen. 28 Millionen? Wenn wir nur 5 Euro hin. Ja, 28 Millionen. 27,2, um es genau zu nehmen. Wenn wir 5 Euro hinterziehen, kommen wir 10 Jahre in Knast. Ich finde das absolut ungerecht. Er hat sich selber angezeigt. Ja, dann soll er auch damit rechnen, dass er in Knast kommt. Er tut auch wenn seine Anwälte sich jetzt querstellen. Nee, seine Anwälte stellen sich quer. Also es kann sein, dass der Typ doch wieder freikommt. Dass die Anwälte sich querstellen, ist auch klar.
Ja, sicher ist das klar. Aber der will damit durchkommen, ist das blöde. Ja. Und das finde ich nicht ganz berechtigt. 27,2 Millionen Euro. Abgesehen davon, dass ein normaler Mensch so eine Summe niemals verdienen wird. 28 Millionen. Ist das so viel Geld, dass man... ja, okay, Barney Stinson würde sowas verdienen. Ja. Das ist so viel Geld, dass man die komplette Armut der Welt damit verringern könnte. Ja, verringern. Aber... Schick mal 27 Millionen nach Afrika. Die sind dir so dankbar wie nie zuvor. Nein. Das ist nämlich der nächste Thema. Wenn du das nach Afrika schickst, dann hat es die Regierung, nicht Afrika. Das Problem ist ja gar nicht, dass sie nicht genug Geld hätten, sondern dass die Regierung alles verballert. Das ist das Problem. Ja, ja, wenn du Südafrika siehst, was da für geile Sachen stehen. Ich meine, die konnten die Stadien ja nicht aus Reis bauen. Genau. Da ist ja auch richtig was hochgezogen worden. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum dann in Mittel- und Nordafrika die Leute hungern. Und wirklich weil diese Regierung sich kriegen. Alles in die Tasche stecken. Die den Arsch steckt. Regierung. Was? Ja, ist es doch wahr. Das Geld könnte man genauso gut nutzen, um Leuten zu helfen. Könnte man. Aber die Option ist absolut unberechtigt. Ja, ich meine, warum sollte man Leuten helfen? Das ist ja Schwachsinn. Genau, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wofür? Habe ich hier irgendwo noch was zu essen drin? Ja, nee, wir haben Stein. Da oben war noch Brot hier irgendwo. Ich finde das einfach nur lächerlich. Und ich finde es schade, dass wegen Geld wirklich Leben seit Jahrzehnten für Geld Leben aufs Spiel gesetzt werden. Ja. Ich hasse Türen. 27,2 Millionen Euro. Stell dir das mal vor. Das wirst du dein Leben nicht haben, es sei denn, du bist James Hetfield, aber so schnell kriegst du diese Summe nicht zusammen. Hast du nicht verstanden, wie dieser Generator geht? Nein, das ist mir auch egal. Einfach hier Redstone drauflegen. Hier, Redstone drauf, Redstone, Lava. Ja, das hatte ich vergessen. Und dann läuft das nämlich auch nicht aus. Haben wir noch irgendwelche Themen? Wie findest du... Ja, ich finde, darüber kann man echt lange reden. Aber gut, mach weiter. Ja, aber ich finde, da regt man sich viel zu viel drüber auf. Man kann ja eh nichts dran machen. Ja, das stimmt. Ja, dann sag ein neues Thema. Ich du hast ja gerade schon angefangen, was zu sagen. Das ist ja das Problem. Wie findest du das, dass... irgendwie alles mindestens einmal in Plastik eingepackt ist. Wunderbar. So muss ich nämlich nie mal spülen. Und dieses Plastik auf einer riesigen Insel im Meer liegt. Welche Tieren zum Verhängnis wird. Selbst schuld. Auch schon über Jahre hinweg. Man hätte es einfach anders lösen können. Das hätte man nämlich nicht über Tiere machen müssen, übers Meer machen müssen, sondern die hätten das Ganze auch einschmelzen in Blöcken und irgendwo hin verfrachten können. Meinetwegen sollen sie es auch versenken. An Meeresboden. Ja, meinetwegen auch an Meeresboden, das ist scheißegal. Ja, genau. Aber Hauptsache halt nicht so direkt in den Dings rein. Ja. Also nicht direkt so ja, einfach meine, den Plastikflaschen ja auch, und so reinschmeißen. So ein Block, weiß ich nicht, ein Block Plastik oder so, interessiert da keinen. Das ist scheißegal. Der geht unter und bleibt dann da liegen. Ach, wenn du wüsstest. Löst sich in ein paar Millionen mal, wie viele, überleg mal, wie viele Schiffswracks da unten sind, die rosten und Nickel freigeben und die auch keinen jucken. Eben. Also das ist eigentlich also eine Möglichkeit, aber wir bezahlen die Pressen dafür. Das ist das. Ja, ja. Was wollte ich denn jetzt wieder? Ach, ich... ach so, genau. Fuck. Fackeln. Frosch im Hals. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, es tut einem irgendwo leid.
Aber man kann als Einzelner echt nicht viel dran machen. Nö. Wir sind jetzt keine Leute, die gerade in der Lage sind, so ganz einfach kreuz.net lahmzulegen. Das Ich stimmt. hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, das können wir einfach nicht. Ja, dann muss man auch Als gar nicht. Einzelperson. Es gibt Menschen, die Aber ich auch zum bekenne mich jetzt Beispiel, einfach mal weißt wie? spontan dazu. Ich halte nicht viel von Mülltrennung zum Beispiel. Ich habe einen Und Mülleimer für Müll und einen Mülleimer für noch mehr Müll. Zum einfachen Grund, weil ich sehe es nicht ein, dass wir, da werden ja teilweise für die Müllverbrennung und so. Da habe ich jetzt mal im Internet vor Ewigkeiten gelesen, dass es da so bestimmte Verträge gibt, wo diese Energiefirmen, die aus Müll Energie erzeugen, die das verbrennen, irgendwie vom Müll irgendwie mindestens so und so viel, also Tonnen Müll kriegen, und das auch zugesichert kriegen und den Rest, der natürlich dann nicht geliefert werden kann, der wird dann einfach vom anderen Müll hinzugenommen. Das ist denen scheißegal. Ja. Und Hauptsache, es ist weg und die kriegen ihre Masse wenn der zusammen. Plastikmüll da aus Meer so raufgeschüttet wird, wofür dann? Dann doch lieber verbrennen das Ganze. Ja. Ganz ehrlich, also. Oder lasern. Lasern? Ja, es gibt doch jetzt die Möglichkeit, oder da sind jetzt Forscher gerade am entwickeln, dass sie den Weltraumschrott von der Erde aus abschießen. Also mit Ja, toll. Laser pulverisieren. Also, Das das könnten die ist. genauso gut auf den Müll richten und dann ist der einfach futsch. Dann hast du einen Riesenhaufen Asche und den kannst du dann als Dünger verkaufen. Frisches Plastik. Weil. Neu Hartplastik. Ja, Plastikdünger. Nee, das muss Bevor du nicht. dann Kunstdünger nimmst, kannst du auch genauso gut die Asche von diesem ganzen verlaserten Zeug nehmen. Könnte Also man. ich finde, das ist. Ja, könnte man, richtig. Es ist möglich. So, das hätten wir schon mal. So. Wieder ein Thema abgehakt. Mann, nee, meine Fresse. Natürlich auch wieder. Jetzt, ich renne für jeden Scheiß nach Hause. Wir brauchen unbedingt ein Lagersystem. Meine Fresse. Jetzt renne ich wegen einem Kackschalter wieder nach Hause. Naja. Frankfurter Allgemeine. Warum nicht? So. Energiewende. Nach der Nee. Nuklearkatastrophe von Fukushima sollen in Deutschland bis 2022 alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ja, in China gehen sie alle wieder in Betrieb. Dann werden sogar noch Ja, vor neue allem gebaut. das ist schwachsinnig. Beziehungsweise Überleg mal. Japan, nicht China. Habt ihr euch irgendwann mal überlegt, dass obwohl Dinge nicht mehr in den Medien laufen, nicht plötzlich weg sind, es läuft immer noch Unmengen von radioaktivem Zeug ins Meer. Und irgendwann ist dieser Fisch, der dieses Radioaktive durch seine Kiemen filtert, bei euch auf dem Teller, krass gesehen. Siehe Iglu. Aber das wurde nie ganz behoben. Da, ja, sicher. Das läuft immer noch. Was er gesagt, das wurde oder das ist nicht dabei zu beheben, sondern die Strahlung und diese radioaktive Pisse fließt weiterhin ins Meer. Aufhaltsam. Ja. Ja, das stimmt. Zwischendurch ein Eistee. Ja, lecker. Nicht. Jawohl. Ja, er steht ja schon eine Weile. Weißt du was? Könnte ich jetzt theoretisch darauf antworten, aber ich bin jetzt professionell. Das war witzig. So. Jetzt haben wir hier erstmal hell. Ja, was soll ich Mehr oder sagen? weniger. Ich guck mal weiter zu der Frankfurter Allgemeine Zeitung an. Genau, Michael Schumacher. Auch der ist nicht mehr in den Medien und trotzdem noch nicht aufgewacht. Komisch. Ja, toll, also.
Es ist einfach die Tatsache, dass Dinge, wenn sie aus den Medien verschwinden, auch aus den meisten Köpfen der Bevölkerung raus sind. Und wenn dann irgendwann nochmal in den Medien erwähnt wird, ja, Michael ist jetzt doch aufgewacht oder tot oder was auch immer, was ich nicht hoffe, aber dann denken die wieder daran, also ach ja, der war ja kaputt. Gibt der schwulste also, Item gefunden, was es in Hexet gibt. Und ja, ich finde das einfach blöd, dass man das so einfach ich renne hier gerade rum. Ich finde das blöd, dass man das einfach dann vergisst in dem Moment, weißt du? Dass man das liest, wahrnimmt in dem Moment und dann, wo bist du denn jetzt? Das ist ein Herz, ja. Das ist einfach nur ein Herz, und? Was Partikel macht, wenn man so Herzpartikel. Wenn man anheilt, nur das passiert nichts. Da kriegt ihr ein Herz. Ach, du bist so nett zu mir. Da hab ich heute frisch im Schwein aus dem Bauch gerissen. Und charmant bist du auch noch. Toll, da fängst du direkt an zu regnen. Ja, toll. Da war ich ein bisschen schwul. Haben wir jetzt doppelt keinen Regen mehr. Ja, sicher. Nee, halt, nee, dann, warte, dann muss ich nochmal machen. Weil dann ist er wieder an, weil was haben wir denn noch für Themen? Oh nee, das geht jetzt zu weit. Wenn wir jetzt anfangen mit Krise auf der Krim, das wird, glaube ich, zu weit gehen. Da müsste ich mich erstmal drüber informieren. Ja, nicht mit Halbwissen angeben, das ist immer irgendwie blöd.